Heute mal ein etwas anderes Video, aber vorher gibt's Werbung in eigener Sache. Ein neuer Podcast gefällig? Dann hätte ich da was für dich, nämlich mit Daniel von Smart Home Yourself. Wir beide haben einen neuen Podcast gestartet und vielleicht hast du ja Lust, da vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf jeden Fall für dich. Jede Menge, ja, Abwechslung ist garantiert. Das heißt Privates, das heißt Smart Home News, aber natürlich auch sonstige Dinge. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. E-Scooter gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Allerdings für mein Gewicht, da wird es schon etwas schwieriger. Und das ist auch der Navi V40 und zwar mit bis zu 120 Kilogramm. Ja, was er kann, ob er auch die Steigung nimmt, trotz meines stattlichen Gewichtes, das werden wir heute auf jeden Fall rausfinden. Die App dazu ist die Xiaomi App. Damit ist schon mal, glaube ich, der kleine Aha-Effekt auf jeden Fall gegeben. Bis zu 40 Kilometer, allerdings sollte man da vorher natürlich wissen, das Ganze wird eben mit 85 Kilo angegeben, wo gemessen wird und das Ganze natürlich auch auf gerader Strecke. Also du kennst das mit WLTP etc. bei Autos. Ganz so genau darf man das da natürlich nicht nehmen und ich habe für dich natürlich herausgefunden, wie denn die tatsächliche Reichweite da ist. Doch kommen wir erstmal überhaupt zur Lieferung selbst. Die Lieferung ging eigentlich relativ unspektakulär. Das heißt ein Karton, wo das Ganze eben drinne war, flach natürlich. Und du musstest gar nicht mehr arg viel tun. Du musstest hier das Ganze draufstecken, ein paar Schräubchen hier verbinden. Und das war das Ganze eigentlich schon. Das heißt, das hast du in ungefähr 10 Minuten erledigt, Display noch drauf und dann ist alles ready. Ja, was ist denn jetzt mit der Stundenkilometeranzahl? 20 ist klar, weil eben Straßenzulassung. Es gibt allerdings noch zwei weitere Modi, die mit 20 Stundenkilometer ist der Sportmodus. Ja, dann gibt es noch ein Gehen, das heißt 6 Stundenkilometer und noch etwas zwischendrin. Aber ich glaube, die anderen zwei wirst du wahrscheinlich eher selten benutzen. Ja, später gehen wir nochmal drauf ein, wie das ausschaut eben beim Bremsen, denn da kannst du natürlich Energie zurückgewinnen, ähnlich wie eben bei E-Autos. Rekuperation nennt sich das Ganze. Das Ganze ist ein 36 Volt System mit 7,8 Amperestunden. Das dauert natürlich auch ein paar Stunden, zeige ich dir hier schon mal direkt, bis er natürlich dann an der Haushaltssteckdose aufgeladen ist, wenn er relativ leer ist. Eines kann ich allerdings schon mal vorweg spoilern. Ja, er schafft es auf jeden Fall mit eine ganz lange Strecke, obwohl die Batterie eigentlich schon relativ leer ist, auf jeden Fall auch noch Steigungen mitzunehmen und das noch bis 20 Stundenkilometer. Dafür gibt es von mir auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. So, gehen wir mal ganz kurz hier drauf ein. Also, du hast natürlich auf der linken Seite die Bremse, dann hast du hier eine Klingel, das muss ja straßentauglich sein, das Ganze, das Display hier natürlich und zusätzlich hier ein Ausschalter und natürlich hier die Geschwindigkeitskontrolle. Das heißt, du gehst ganz einfach hier und betätigst das Rad entsprechend und ja, dann hast du deine Geschwindigkeit. So, ich würde sagen, schauen wir uns jetzt die 10 Zoll Luftreifen mal etwas genauer an und das Bremssystem. Ja, 10 Zoll Luftreifen an der Vorder- sowie Hinterachse. Damit ist das Ganze ausgestattet mit einem dualen Bremssystem. Also vorne auf jeden Fall hier so diese ABS-Bremse, wo natürlich auch die Rekuperation dann stattfindet. Und hinten hast du dann nochmal eine Scheibenbremse. Ja, und ich kann auf jeden Fall sagen, die Bremsleistung ist ganz ordentlich. Das habe ich auf jeden Fall auch mehrfach getestet. Wobei ich kann auch hier schon direkt sagen, du hast drei Modis, was Rekuperation betrifft. Und ja, ich habe die mittlere und selbst da musst du schon aufpassen, dass du nicht vom E-Scooter geschmissen wirst. So, das Ganze ist ein 300 Watt Motor mit maximal 600 Watt Leistung und er schafft es bis zu 15% Steigung
Und ob er das schafft, ja, ich habe hier auf jeden Fall schon mal eine größere Steigung. Das kannst du jetzt halt hier mal so ein bisschen schauen. Und ich muss sagen, jawohl, da geht so einiges. Und ja, trotz meines Lebengewichtes von mittlerweile schon bald 110 Kilo, da muss definitiv mal wieder was passieren, schafft es auf jeden Fall der E-Scooter, mich schnell vorwärts zu bringen. Und das ist wirklich doch mal eine schöne Sache, muss ich sagen. Wie schaut es aus mit der Reichweite? Ich bin jetzt hier wirklich im Kreis gefahren und habe jeweils immer die Steigung mitgenommen. Und die ist natürlich auf jeden Fall größer als die Rekuperation, wenn er wieder nach unten fährt. Damit habe ich es auf jeden Fall etwas über 20 Kilometer geschafft und hatte auch noch ein paar Prozent drinne. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich noch 3, 4 Kilometer geschafft. Das heißt, wir sind natürlich weit weg von den 40, was allerdings auch zu erwarten war. Das heißt, so 3, 24 Kilometer wäre jetzt bei mir das Ganze gewesen. Und das finde ich auf jeden Fall ein Wert, der in Ordnung geht. Du kannst natürlich diesen E-Scooter theoretisch auch mitnehmen. Wobei natürlich zierliche Personen mit, ich glaube, was waren das, fast 28 Kilo. Also das ist kein Leichtgewicht, das dürfte klar sein, auch wenn das meiste hier Aluminium ist, was verbaut ist. Aber ansonsten ist das durchaus möglich. Das heißt, du kannst das natürlich hier klappen. Das heißt, du machst hier einfach auf und schon klappst du das zusammen und kannst es eigentlich unter die Hand nehmen. Hat bei mir soweit ohne Probleme funktioniert. Du hast auch die Möglichkeit, ja, da noch was zu verstecken. Das heißt eben, wenn dein E-Scooter geklaut wird und du ja beispielsweise natürlich einen Apple AirTag da drinne verstecken möchtest, dann ist das durchaus eine Option. Ja, allerdings dürften die gewieften Leute natürlich auch wissen, dass es da reingehört und natürlich dann da irgendwann auch nachschauen. Ja, ansonsten kannst du natürlich hergehen und das Ganze auch via App sperren. Das heißt, es ist so, dass dann natürlich ein Piepston kommt, wenn das Ding bewegt wird. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das Ganze verleitet mich natürlich nicht dazu, das stehen zu lassen, sondern ich kann es natürlich trotzdem unter den Arm klemmen und dann einfach weggehen. So, für was brauche ich denn überhaupt so einen E-Scooter? Also, ich habe mich dafür interessiert. Wir haben hier ein paar Kilometer nur, bis es eben zur Arbeit geht, von meiner Frau oder auch Einkaufsmöglichkeiten. Und zumindest mal, sage ich mal, im Sommer oder einen Tag wie heute tatsächlich endlich mal etwas Sonne da ist, dann ist es so, dass wir mit unserem Balkonkraftwerk auf jeden Fall Überschüsse erzeugen. Und das ist eine gute Sache, das drinnen auf jeden Fall dann auch zu speichern. Und dann fahren wir fast umsonst, wenn man so möchte. Das finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man dazu natürlich die Möglichkeit hat. Aber ansonsten fährst du natürlich trotzdem relativ umweltbewusst. Klar, Fahrrad wäre natürlich noch cooler, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber wenn man so arbeiten muss und natürlich nicht schwitzen sollte etc., ist sowas vielleicht eine tolle Lösung für den einen oder anderen. Ja, auch was die Möglichkeit betrifft für mich. Ich habe Schuhgröße 45 und ich finde auf jeden Fall genügend Trittfläche dort. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool, muss ich sagen. Also ich habe mich da auf jeden Fall immer sehr, sehr wohl gefühlt, was diesen E-Scooter betrifft. Auch da kann ich schon mal einen Daumen nach oben geben. So kann man damit auch am Abend in der Nacht fahren. Und ja, das geht durchaus. Das heißt, die Lichtleistung geht durchaus in Ordnung, wie du hier mal sehen kannst. Das heißt, es leuchtet auf jeden Fall nach vorne gut aus.
Da kann man nicht klagen. Und auch das Rücklicht ist auf jeden Fall hell genug. Also damit würde ich mich definitiv sicher fühlen. Ja, ansonsten sind natürlich die Reflektoren auch vorhanden. Also soweit alles gut. So, dann kommen wir einfach mal noch zu einem Fazit. Kann ich Ihnen empfehlen? Naja, ich sag mal, für 500 Euro finde ich es wirklich schon an der Grenze. Allerdings ist das so, dass immer irgendwie 50 Euro abgehen. Das heißt, wir liegen bei 450 Euro mit Voucher oder auch den 10% bei mir unten in der Videobeschreibung. Dafür geht das durchaus in Ordnung, denn so viel mit 120 Kilo gibt es eben nicht. Und da finde ich den wirklich cool soweit. Auf jeden Fall stabil, das passt. Es gibt natürlich auch ja einige Dinge, die er nicht hat. Na klar, Luftfederung ist schon mal eine schöne Sache. Damit gleicht er auf jeden Fall schon mal so das ein oder andere aus. Du kannst auch wirklich, ich sag mal, vom Bordstein entsprechend nach unten oder auch auf den Bordstein drauf. Das funktioniert durchaus. Es dürfte klar sein, bei irgendwelchen Flächen, die natürliche Schotter haben, sonst irgendwas. Ich habe hier auch ein paar Stück getestet gehabt, wie du hier siehst. So, okay, jetzt fahren wir auch noch 15 Stundenkilometer, 17, jawohl, ja. Also geht soweit schon noch alles, alles gut. Aber Spaß macht es wirklich gar keinen mehr. Ja, da ist das natürlich schon so, dass das ja, entsprechend so eine Federgabel schon nochmal Not tun würde, das ist ganz klar. Aber vielleicht liegt das dann natürlich auch an den 120 Kilo, dass das da nicht vorhanden ist und deswegen das Ganze dann eben ja, länger hält. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Vor allen Dingen ist das ja sowieso hier mein erster E-Scooter. Also dafür auf jeden Fall schon mal schön. Wie gesagt, komfortabel auf normalen Straßen auf jeden Fall. Ansonsten könnte er noch ein bisschen mehr Federung haben. Batterie geht soweit in Ordnung. Wie gesagt, über 20 Kilometer hat er, trotz meines Gewichtes. Auch das geht für mich vollkommen in Ordnung. Das Einzige ist die App. Da muss ich sagen, könnte ein bisschen besser sein. Vor allen Dingen die Verbindung mit Bluetooth, die hat nicht immer 100% funktioniert gehabt, eher mit meinem Apple-Gerät. Das heißt, ja, wenn er gesperrt ist, brauchst du natürlich die App, um das Ganze zu entsperren. Und ja, da ist das so, dass das natürlich nervt, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert hat und dann du nochmal draufdrücken musst, bis die Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist und du losfahren möchtest. Klaro, aber ja, ich sag mal, auch das ist jetzt kein Beinbruch. Und ansonsten bietet die App halt einfach Hausmannskost, muss man so sagen. Das heißt, du stellst die Rekuperation ein, du stellst ein, ob du den Sportmodus oder was auch immer haben möchtest, bleibt es meistens dabei. Der Sportmodus bleibt auch entsprechend eingestellt, den musst du nicht ändern, auch eine schöne Sache. Und ansonsten kannst du dir natürlich die Gesundheit deiner Batterie ansehen und noch ein paar andere Kleinigkeiten und natürlich eine Fahrtenaufzeichnung. Da könnte es allerdings noch ein bisschen netter sein, dass das eben mal über, ich sag mal, den Monat funktionieren würde. Auch das klappt leider nicht so, wie ich das gesehen habe. Da sind die letzten Fahrten drin und das war's. Und ganz zum Schluss, Xiaomi App lässt natürlich aufhorchen, was zum Beispiel im Home Assistant betrifft, habe ich natürlich versucht. Das Ganze ist ja in der App eben drin und es gibt ja diverses eben, was mein Home Assistant einbinden kann. Leider muss ich da sagen, nein, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden. Es gibt vielleicht noch eine, denn ich gehe mal davon aus, dass das Bluetooth hier verschlüsselt ist, wie eben bei vielen neueren E-Scootern. Und auch da gibt es etwas schon in GitHub und das könnte ich noch mal testen. Habe ich bisher natürlich noch nicht gemacht, aber normale Möglichkeiten auf jeden Fall no way. So, schreib du mal mir sehr gerne rein unten in die Kommentare, was gefällt dir daran? Hast du vielleicht auch noch andere Tipps, wie auch immer? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Jörg.